soll noch kommen, ein Gartenrundgang. Im Spätsommer, könnte man sagen. Ich weiß gar nicht, wann hört der denn auf? Ich habe dafür gerade keinen Kopf. Nichtsdestotrotz, ich glaube, den Garten, den kriege ich noch einmal in Kasten. Ich habe euch auch ein ausführliches Video gedreht in Sachen Dankbarkeit, in Sachen Vorkommnisse auf meinem Kanal, gelöschte Kommentare, Aufrufzahlen etc. pp. Da ist einiges im Gang. Und ich erzähle auch einiges Privates, was da so los ist. Ja, getrennt halt von dem Kanal Permaculture Mind. Also wer da Bock hat, werde ich euch einmal oben rechts verlinken. Das Geschichtchen findet ihr wieder. Also in der Infobox und ansonsten unter meinem Video auch nochmal verlinkt. Da kann ich noch so oft anfangen. Irgendwas ist ja immer. Lärm hier, Lärm da, irgendwas, was mich rausbringt. Ich versuche jetzt mal aufgrund der Gesamtumstände, die ich auch in dem anderen Video beschrieben habe, ja, euch mal einen schönen Gartenrundgang einzufangen. Ich werde auch nicht groß mit dem Stativ hin und her machen, sondern euch hier in der Hand behalten und euch alles zeigen. Also entspannt euch, lehnt euch zurück, nehmt euch ein bisschen Luft, Ruhe. Bei mir heißt das auf jeden Fall Entschleunigung und die Natur genießen, soweit das halt eben virtuell geht. Am liebsten wäre mir das natürlich, wenn ihr die Kiste ausmacht und ab in den Wald geht oder ans Meer oder an den See, an den Teich oder in den eigenen Garten und euch das da gut gehen lasst. Und heute ist ja eigentlich ein ganz gutes Thema auch. Ich denke, das wird sich von alleine ergeben. Die Kreisläufe der Natur. Ja, also in diesem Garten geht es auf jeden Fall darum, dass mehr drin bleibt als rausgeht. Das ist das Erste. Also nach dem Prinzip Leben bringt Leben. Und ja, wir haben ja die Jahreskreisläufe. Wir haben jede Menge Möglichkeiten, Biomasse, so nenne ich das, anzusammeln. Wie das Mulchen hier mit all dem Rasenschnitt, alles, was ich da so abgesenzt habe. Bedeutet im Endeffekt dann weniger Beikrautjäten und längere Zeit Ruhe. Also es war ein sehr entspanntes Beet hier. Trotz meiner Abwesenheit hielt sich das in Grenzen, so optisch. Also zwischendurch konnte ich das ja mal sehen und dann, als ich auch anfing. Ja, hier übrigens die Sonnenblumen, sehr beliebt bei Vögeln. Ja, lass sie bloß stehen über den Winter, reiß das nicht raus. Irgendwer profitiert davon auf jeden Fall, wenn ihr es irgendwo auf den Komfort schmeißt. Aber über den Winter ist das auf jeden Fall richtig schönes Futter. Ich kann euch das mal zeigen am Beispiel dieser größeren. Hier, die setzen sich dann meist hier so auf die Kante, soweit ich das gesehen habe. Und den nagen die einmal von oben runter. Das war wohl hier noch nicht so interessant. So. Fortschritte könnt ihr selber beobachten. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, nur so zeigen. Ich habe hier nochmal sensen müssen. Alles mit der Hand, mit der kleinen Handsense. Gehen hier überall die Wege durch. Habe jetzt noch nicht jedes Eckchen geschafft, aber schon wieder ein Stückchen weiter. Ich erober mir den Garten quasi zurück, was die Strukturen angeht. Hier steht die Lemon Queen, die kann ich jedem nur empfehlen. Ich meine, sie steht bis November, wenn das Wetter so mitspielt. Hier ist alles voll mit Tieren. Sehr, sehr beliebt. Nächstes Jahr möchte ich die aber an einem anderen Plätzchen haben. Ja, hier alles wie gewohnt, wie ich euch das schon gezeigt habe. Überall noch Blümchen zwischen. Hier hat sich noch eine Wicke breit gemacht. Die war vorher noch nicht so schön zu sehen. Die Kronlichtnelke zeigt sich nach wie vor. Überall sind Nachtkerzen so. Hier und da mal ein gelber Topfwald zu sehen, wie hier. Hier noch eine Kronlichtnelke. Kürbis hat mittlerweile ein paar Blüten. Na gut, hatte vorher auch schon Blüten. Ich habe noch nicht geguckt, wie es vorher war. hoffe mir dann noch einen Kürbis, aber ich glaube, das kann ich knicken. Wenn, dann wird es ein Mini-Kürbis. Schauen wir mal. Hier gehe ich mal weiter. Durfte übrigens beobachten, hier Rasengeschichte bzw. Quecke, was für Gräser dazwischen sein mögen. Es gibt immer wieder Fleckchen, wo sich dann doch der Klee durchsetzt. Und ich liebe das, vor allen Dingen darauf zu laufen. Ich habe heute tatsächlich mal seit so einigen Tagen, ich war viele Tage jetzt komplett barfuß unterwegs, jetzt mal mit Schuhen an wieder unterwegs. Und es ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber meine Füße lieben das mit dem Klee überall. Aber alle anderen Pflänzchen auch. Es macht Spaß. Brennnessel muss es nicht sein. Ja, ich zeige euch weiter, wie es hier aussieht. Ich habe mich hier so ein bisschen um die Wege gekümmert. Ich meine, das konntet ihr letztes Mal auch noch nicht sehen. Habe hier angefangen zu mulchen, mich um den Kartoffelacker zu kümmern. Das werde ich nach und nach komplett absensen. Dann ist das wieder komplett bedeckt. Mir geht halt jetzt nicht, ich konnte da gar nichts machen und
Oh, vielleicht wandert die eine oder andere Kraft da doch noch in eine Knolle und sie wird minimal größer. Nein, ich bleibe in guten Energien. Ich brauche mir da nichts ausrechnen. Irgendwas findet sich immer. Ja. Wie ihr sehen könnt, da hat gerade eine Libelle Platz genommen. Die sitzen überall. Die haben alle überall ihre Fleckchen und könnt ihr auch sehen, warum ich hier überall so ein bisschen Holz drin habe, weil es genug Tiere gibt, die das feiern und darauf Platz nehmen. Libellen darf ich hier auf jeden Fall jeden Tag beobachten. So, das Geschichtchen hier auch soweit unverändert, aber wunderschön. Ich mag es so gerne. Nächstes Jahr werde ich mal ein bisschen darauf achten, dass da was so ein bisschen mehr in den Kreisläufen hinkommt, aber von den Routen, die ich euch in dem letzten längeren Video gezeigt habe, da sind dann doch ein paar, die sich ausgesät haben. Also da werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall gut von haben. Hier vorne das Beet sieht soweit so aus. Bisschen Ringelblume, bisschen. Ah, was haben wir da? Das müsste. Gott, wie heißt sie noch? Speisechrysanthene und das andere weiß ich nicht. Vielleicht eine Mini-Sonnenblume? Ist das eine Sonnenblume? Nicht ganz, oder? So, überall anders gibt es auch noch genug zu entdecken. Hier habe ich soweit die Wege frei. Das Kiholbeet ist nach wie vor ein Renner, möchte ich nicht mehr missen. Möchte ich jedem nur empfehlen, sich sowas anzulegen. Kiholbeet auf irgendeine Art und Weise. Bei mir ist es echt riesig. Und dafür, dass ich mich so wenig kümmern konnte, läuft es jedes Jahr. Also es wächst alles super, sieht toll aus. Hier zum Beispiel Grünkohl, da hinten Rotkohl. Die Rosenkohle, die kommen auch schon. Kann ich vielleicht gleich noch anfangen. Ja, ich hoffe, dass das Physalis ist. Weiß das jemand von euch? Ich hoffe, dass es eine ist. Es gibt auch eine, die giftig ist, die genauso aussieht. Deswegen frage ich so. Aber ich glaube, die giftige hat lila Blüten und die gelben, die hauen schon hin. Ich möchte aber meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. So, ich stiefe hier mal durch. Das Eckchen hier. Achso, habe ich hier wahrscheinlich noch nicht mitgeteilt. Ich bin folgende Strategie angegangen, dieses Jahr komplett abzuhaken, was Ernten angeht. Und alles, was jetzt kommt, das kommt. Es bleibt im Kreislauf des Gartens, egal was hier irgendwie nicht geerntet werden sollte. Das geht dann wieder in die Erde über, landet im Kreislauf des Gartens. Ganz entspannt. Hier, andere Seite von der Lemon Queen, habe ich ja auch noch ein bisschen was zwischen. Kapuzinerkresse, habe ich ja schon erzählt, war ganz wichtig. Da steht auch noch ein Kohl, sieht nach einem Rosenkohl aus, wie es aussieht, der ein bisschen Gas gibt jetzt. Ja, und hier unten sind auch noch ein paar Tomaten zum Naschen. Ich jetzt aber gerade nicht bei. Hatte vor ein paar Himbeeren, die waren ganz lecker, vom lieben Herbert. Habe ich selber bei mir nicht bei, die habe ich schon geerntet. Aber auch die Himbeeren, die machen sich hier wunderbar breit. Also es war hier so eine kleine Reihe und mittlerweile ist das hier doch so ein bisschen buschig. Und ich hatte hier auch irgendwas ausgepflanzt, was dann ja, zeigt, dass sich das ganz leicht vermehrt. So, Sonnenblumen. Die sind durch soweit. Ja, hier die Königskerze. Da ist eine Stangenbohne dran. Hier hängen sie dann auch nochmal wunderbar. Ne? Und hier die Königskerzenblütenblätter. Und da geht auch ein bisschen was schon in Saatgut. Alles, was so knusprig braun wird. Ja, hier noch die Nachtkerzen. Ich denke, da kann ich noch ein bisschen was erwarten. Das hält sich ja noch eine Weile. Das ist eine recht robuste Pflanze, also wenn ich mich richtig erinnere. Hier zu meinen Füßen oder vor meiner Nase auch nochmal. Da vorne habe ich sie. Und sie heißt Nachtkerze, weil sie halt eine Besonderheit hat und gerne nachts aufgeht. Aber tagsüber auch. Es ist so ein Mix. Aber es freut einen, wenn man da dann irgendwie an den Pflänzchen vorbeiläuft und dieser Duft in die Nase kriecht, im ganz besonderen Duft. Dann habe ich hier neben dem Apfelbaum die Stelle mal wieder freigemacht. Auch hier die Wege. Man kann jetzt wieder komplett rumlaufen. Hier habe ich auch schon angefangen. Ja, das ist so der erste Schritt. Schön, was da so alles zum Vorschein kommt. Hier ist es schon richtig schön moosig. Ich frage mich, wie diese eine Dachziegel davon frei bleiben konnte. Alles drumherum sind auch Stein und Dachziegel,
Ja, die sind voll Moos. Verstehe ich nicht, das Rätsel. Obwohl, kann sein, dass da Gras drüber lag oder so. Und das deswegen nicht ging. Also hier ist so eine Stelle, braucht irgendwann noch Liebe, gar keine Frage. Wie gesagt, richte ich mich nach 24 aus. Sag so, dieses Jahr schreibe ich ab. Und richte mich komplett aufs nächste Jahr aus. So, ich kann hier durchlaufen. Auch hier überall die Lemon Queen. Hier noch jede Menge Äpfel. Sind aber schon ordentlich welche runtergekommen. Also da hängt noch einiges. Die ein oder andere Apfelmumie dazwischen. Hier ist dann soweit der Weg frei. Können wir mal weitergehen. Also hier habe ich mich durchgekämpft. Das war ein Dschungel. Das war ein richtiger Dschungel. Ein paar Reste werde ich euch noch zeigen. Da liegt einiges. So, dann gehen wir hier noch rum. Hier habe ich einiges hingeschmissen. Das ist natürlich auch Ackerwinde und so zwischen nicht ganz so optimal, aber im Großen und Ganzen werde ich den schon irgendwann her. Und ich finde, wenn man nachher lockere Erde hat, kann man die auch ganz leicht rausziehen. Dann, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Hier kann man es gut sehen. Auch hier überall freigesenzt. Und ja, da könnt ihr das schon im Ansatz ein bisschen sehen. Ihr seht lauter Holz. Ich muss jetzt einen kleinen Umweg nehmen. Das ist ein entspannter. Gehen wir einmal hier hoch. Hier habe ich auch frei gemacht. Jetzt kann man wieder die Bank und alles benutzen. Und hier hinter mir, oh, die Kronlichtnecke macht sogar auch nochmal auf. Schön. Hatte eine Zeit lang zu wenig Wasser. Also hier war mein Holzlager, das ist quasi immer noch. Ich wollte da was hinbauen, damit das Ganze irgendwie vom Boden wegkommt. Optimalerweise mit Dach. Einfach irgendwie so wie auf Böcken, so drei, vier Sachen, damit ich unterschiedliche Längen unterbringen kann. Ja. Und dahinter wartet der Zaun noch repariert zu werden. Ich kämpfe mich da halt vor. Und hier war jede Menge Holz. Das freut einen, wenn man da so die Schätze wieder aufsammelt. Da ist nämlich einiges rumgekommen hier. Da. Also Holz fürs Gewächshaus, die Dachsache. Hier liegt auch noch überall was. Dann habe ich hier die Totholzgeschichten gesammelt. Beziehungsweise Blödsinn. Das ist nur Totholz. Und die Sachen müssten Weide sein, vielleicht Haselnuss. Weiß das gar nicht, was was ist. Das war die Weide, die letztes Jahr umgekippt ist. Die war vielleicht 5 Jahre alt. Nicht mal. Nee. Etwas über 4 Jahre. Und das ist dann schon so dick geworden. Also Weide nach wie vor ein toller Holzlieferant. Möchte ich nicht missen. Gehört in jeden Garten, meiner Meinung nach. So, da habe ich euch das gezeigt. Hinten ist nicht ganz so wichtig. Im Groben und Ganzen konntet ihr euch mal wieder einen Überblick verschaffen, wie hier so die Lage ist. Ich bitte darum, für alle, die irgendwie da ein bisschen mehr mit mir in Austausch kommen könnten, dann doch auch das andere Video zu sehen. Wenn es um meine private Situation geht oder hier irgendwelche Kommentare, die daneben gehen, das ließe sich vermeiden. Ja? So, schön sieht's aus. Konnte ich doch noch mal ein bisschen meine Laune transformieren. Das war gerade eine Achterbahnfahrt. Ja, unfassbar. Und bin jetzt froh, ein kleines Video im Kasten zu haben. Das war es jetzt einmal grob. Ich habe mir vorgenommen, wenn dann noch mal Luft ist und wunderschönes Wetter und es dann sein soll, mache ich das Ganze noch mal in Ruhe. Und dann kann ich sicherlich auch ein bisschen einen besseren roten Faden transportieren über die Beete. So die Kreisläufe habe ich ja nicht geschafft. Habt ihr ja wahrscheinlich selber gemerkt. Und ja, euch wünsche ich ein, ich weiß gar nicht, wann ich das veröffentliche, noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, eine erholsame Nacht oder wann auch immer ihr das seht, einen wunderschönen Moment. Wir finden uns wieder. Bis dahin. Tschüss, euer Lars Christian. Und weg.